Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag, dem 7. November 2020 und Tag 24 meiner Reise durch den weiblichen Zyklus, auf die ich euch diesen Monat mitnehme. Ja, Tag 24, es neigt sich langsam alles dem Ende zu. Ich merke das und bin froh und dankbar, dass ich meine To-Do-Listen im letzten Monat wirklich gut abschließen konnte. Es hat sehr gut funktioniert. Ich bin mit all meinen Themen, mit dem Lager, mit der Buchhaltung und allem, was dazugehört, up to date. Ich habe eure Geschenke fertig gemacht. Die muss ich euch bloß noch präsentieren. Es ist alles vorbereitet und ich kann mich jetzt wirklich auch den Dingen und Tätigkeiten widmen, die den Monat so gemütlich auslaufen lassen. Eben zum Beispiel das Schreiben oder auch wieder das kreative Zeichnen, das einfach einmal ein bisschen mehr Zeit am Stück braucht und das ich nicht so gut machen kann, wenn ich ständig durch so kleine kurze Tätigkeiten unterbrochen werde, beziehungsweise wenn ich die auch einplanen muss, weil dann eben viele kleine Unterbrechungen stattfinden und dann kommt der Fluss gar nicht so ins Fließen. Ich spüre auch an meinem Körper, dass der jetzt ein bisschen runterkommt. Der möchte eben Ruhe haben. Nicht mehr ganz so todmüde wie noch vor ein, zwei, drei Tagen. Aber es wird eben alles so ein bisschen weicher. Mein Bauch ist weicher. Ich trage wieder sehr viel bequemere Kleidung. Also ich trage nie unbequeme Kleidung. Sowas würde ich einfach nicht machen. Aber jetzt sind es doch diese extrem dehnbaren und weichen T-Shirts und Hosen, die es mir auch mal erlauben, einfach so in mich zusammengesunken zu sitzen, ohne dass sie mir gleich alles einschnüren. Ich gehe auch seltener auf die Toilette, fällt mir auf. Also ich kann genauso viel trinken wie immer, aber es kommt weniger unten raus. Meinen Kindern habe ich das damals so erklärt, in meinem Bauch wird jetzt einfach ein Bettchen für ein Baby gerichtet und das muss halt schon weich und kuschelig und gemütlich sein und dafür braucht der Körper auch Materialien. Ja, das ist die kindliche Erklärung dafür, die ich aber sehr, sehr schön finde. Jo, ein weicher Körper, ein ruhiger Körper. Ich habe jetzt heute Morgen doch so Ohrringe reingetan, weil die fielen mir halt so vom Spiegel ins Auge und ich dachte mir so, oh ja, warum denn nicht? Ich bin sogar ein bisschen geschminkt, aber ich muss ehrlich sagen, so richtig wohl fühle ich mich damit heute nicht. Ich würde jetzt auch nicht, wenn ich heute rausgehe, nicht unbedingt groß unter Menschen gehen wollen. Ich habe auch vom Einkauf her letzte Woche schon viel erledigt. Also meine Vorräte sind da. Ich würde heute, Lockdown oder nicht, ich hätte keine Lust einkaufen zu gehen. Ich hätte keine Lust vorzugehen. Ich würde heute auch vielleicht nicht unbedingt großartig was mit Freunden unternehmen. Vielleicht mit einer Freundin gemütlich, aber nicht mehr. Wenn ich nachher rausgehe, dann habe ich mehr so Lust auf Wald und Wandern und da kommen die Ohrringe dann auch wieder raus. Ob ich mich extra abschminken werde, weiß ich nicht. Das ist mir dann doch vielleicht zu viel Arbeit. Dem Wald ist es ja völlig wurscht, ob ich Wimperntusche trage oder nicht. Und der Lippenstift hält eh nicht lange. Genau. Ja, das ist eigentlich alles, was es zu Tag 24 zu sagen gibt. Ihr merkt, mein Leben wird wieder ruhiger. Meine Videos werden wieder kürzer. Die Themen werden auch wieder, naja, kleiner oder ich sag mal schneller gesagt, was soll ich euch großartig darüber erzählen, dass ich ruhig bin? Ich bin ruhig. Das ist Ruhe. Und ja, deshalb wünsche ich euch allen jetzt heute und hier ein ganz wundervolles Wochenende, einen wundervollen Samstag. Macht es euch schön, macht es euch gemütlich. Genießt die schönen Herbsttage draußen. Ich hoffe, das Wetter ist für euch genauso toll wie bei uns. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann. Tschüss.